Hallo Leute und willkommen auf Brennwert LP und willkommen zu einem weiteren Let's Show die Welt von MC Zero. That's me. So, und zwar geht es um die Welt oder die eine weitere Ergänzung zu der Let's Show Serie auf dem Kanal. Und zwar hat da ein Abonnent gefragt, wo sie End wäre, denn das hatte ich ja leider nicht präsentiert. Das werden wir das Ganze nochmal nachholen und euch halt mal zeigen. So, spontan laufe ich doch eben mal hier durch und gucke, was hier sich so getan hatte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz hundertprozentig, aber ich glaube, hier war auch nicht mehr wirklich viel geschehen. Denn es ist ja schon ein paar Tage her, dass ich hier das Ganze euch gezeigt habe. So, sprinten wir mal da hinten schnell hin. Ich habe jetzt nichts auf Tasche, weil ich hatte ein paar Probleme mit der Welt zu laden in den aktuellen Versionen. Deswegen... Ui, Momentchen mal. Ups, falsch. Options, ja, ja. Machen wir mal hier auf Peaceful. So, tschüss. Weil, ne, ich hätte jetzt nicht wirklich Bock drauf, in der Let's Show zu sterben. So, die Burg hat man, glaube ich, zuletzt gesehen, bevor ich dann ins Haus ging und gesagt habe, das gehen wir mal zu The End und naja. Der Burg hat sich doch ein bisschen was getan. Wir haben hier, na ihr seht, ein bisschen, oder ich habe hier ein wenig die Wände verändert. Dann hier drin ist auch etwas dazugekommen, ein Dach, ein Rundgang ringsrum, das, Gelände, Gebäude, wie auch immer. Wofür das Ganze dienen soll, weiß ich immer noch nicht. Ist ja auch egal. So, hier mal wieder die Bude zu. Jo. Dann ist hier hinten auf einer freien Fläche ein wenig Farmklimbim passiert. Und hier ist das Feld leider leer. Ups, aber ihr könnt euch mit Sicherheit denken, was das hier ist. Das ist eine automatische Farmanlage. Vorne ist ein Hebel, dann würde sich hier diese Steine senken und plumps würden sich hier die ganzen Teile ergießen auf dem Boden. So, und hier geht es auch noch hoch. Um zu einem kleinen Ausblick. Hier ist es nicht so schick zu sehen, aber hier können wir ein wenig weiter gucken, da sehen wir die Burg, da sehen wir, wo wir gleich hingehen. Und hier sehen wir nichts, außer da hinten unser Gebäude, die Brücke. So, gehen wir wieder runter. Auch hier. Durch die Anlage nochmal durch. Ja, ja, ich würde ja gerne die Anlage zeigen. Ich kann das ja gerade einmal, starten. So, da seht ihr, da kommt das Wasser. Aber ihr kennt so eine automatischen Anlagen. Also von daher muss ich da, glaube ich, nicht allzu viel erzählen drüber. Ne? Spült die Seeds weg. Oder die... Würde das dann alles hier wegspülen und dort in das Gebäude rein. Unten drunter ist eine Sammelstelle. Da gehen wir gleich hin. Jetzt gehen wir erstmal hier. Ja, gehen wir erstmal hier. Das ist eine automatische Melonenfarm. Warum auch immer. Ich habe, glaube ich, den letzten Stand hier einmal. Hier sind so wenig Melonen. Naja. Müssten eigentlich ein paar mehr sein. Die wachsen ja automatisch nach, wenn man die Melonen einmal aberntet. Und zwar passiert das mit diesem Hebel. Und zwar sind das Pisten, die hier dann aufstoßen. Zack. Und dann die Melonen. Ich habe gerade gesehen, dass einer hing. Ne, wo waren das? Hatte ich nicht eine gesehen gehabt? Ne. So, die werden halt runtergeschubst. Machen wir mal zu wieder. Wenn wir schnell sind, können wir hier unten drunter gucken. Und dann sehen wir sie hier vereinzelt, weil es nicht so viele leider sind. Wie sie den kleinen Bächlein hier herunterfließen. So, dann gehen wir auch gleich da hinten mal hin und sammeln die ein. Aber erstmal gehen wir nach hinten und zeige ich euch mal das Ding hier. Das Teil habe ich jetzt nicht unbedingt Vanilla-like gebaut, weil, ne, ist dann doch ein wenig viel Arbeit, sich so viele
Oh, hier ist noch wieder eine Melone. Ach, hier ist gar kein Pisten. Ach so, naja. Geht ja auch nicht. So viele Sticky Pisten. Ah, ne, Sticky Pisten wären das ja. Naja. Trotz alledem habe ich hier ein wenig geschummelt, muss ich zugeben. So. Zwei Etagen. Und überall Melonen. Und hier sogar welche. Da auch welche, die eigentlich gar nicht rausgedrückt werden. Naja, sehr effektiv ist das Ganze nicht. Ja, naja, gut. Wie dem auch sei. So, gehen wir wieder zurück nach vorne. Bisschen speedy. Können wir gleich ein paar Melonen auf Tasche behalten. Dennoch haben wir ja Hunger. Wir sind ja nicht im Kreativmodus oder so. So, das geht leider nicht. Hier oben haben wir noch, das konnten wir jetzt nicht sehen, eine kleine Legebatterie, wo wir ein paar Hühnchen ihr Werk verrichten und uns ein paar Eier bescheren. Mach zu hier. Paar Eier ist gut, da geht ganz schön gut was. So, das ist nämlich hier unten zu sehen. Das müsste gleich ein bisschen die FPS eventuell zusammenbrechen. Hier haben wir die Eier. Zack. Dann haben wir hier oder hätten hier Weeds. Eine Workbench. Hier hätten wir oder haben wir die Melonen. Hier unten ist der Melonensammelraum. Dort liegen sie. Zack. Zwei Stacks und 16 Stück. Jo. Nicht so viel, ne? Wäre das ganze Ding voll gewesen, hätten wir da bestimmt, keine Ahnung, 10 Stacks voll oder so. Oh, wir kommen wieder hier noch ein paar Eierchen. So, und die Melonen, seht ihr selber. Da geht ganz gut was. So, hier nehmen wir, keine Ahnung, nehmen wir 13, ach, nehmen wir noch eine Hälfte mehr mit, so, passt. Haben wir ja ein bisschen. So, was haben wir hier eigentlich? Gar nichts. So, dann gehen wir wieder hoch, machen hier. Hier leckt es irgendwie. Naja. Gehen wir wieder hoch. Anlage. Farmanlagen. Kleiner Aussichtsturm. Und hier die Brücke wieder zurück zu dem Gelände. Ja, diese kleine Farmanlage habe ich auch gezeigt. Also eigentlich ist hier alles ringsrum so ein bisschen show-like, ne? Hier sind die Farmen und so weiter, Hühner, Wolle etc. pp. Hier drin befinden sich auch noch eine Show-Farm quasi und hier oben auch noch eine Show-Farm. Hier ist einer kaputt. Gut. So, runter gehen wir gleich. Gehen wir erst nochmal hoch. Gucken mal hier in die Küche. Ich brauche dann eben meine Lore. Und was wollen wir noch? Wenn wir Rüstung bräuchten, war, wenn wir jetzt The End. Machen wir es mal hier. Oh, Iron, Iron, Leder, Leder. Müsste mal eben mal schnell. Das hätte ich eigentlich auch mal vorbereiten können, aber ist ja egal. Dann machen wir uns eben nochmal eine Hose. Und ein paar Schuhe. Eine Hose geht so. Ha, nichts vergessen. So, eine Waffe bräuchten wir noch. Da machen wir uns mal eine. Ah, ist ja egal. Oder habe ich hier eine Steinwaffe? Ironwaffe meine ich. Ja, aber wir sind fast kaputt. Ach, ist doch Latex. So, ja, hier fehlt was. Das ist bei der letzten Aufnahme für die Showwelt drin gewesen. Und zwar, das war eine Mod, Mülleimer und der Recycler. Die sind leider nicht mehr da. Ist ja was in den Öfen noch drin. Oh, Eisen, grüne Kaktus, Gold. Mit der Welt hätte ich mal Let's Playen sollen, ey. So, man sollte auch die Rüstung mal anlegen. Dann haben wir auch davon was. So, dann gehen wir mal in den Keller. Hier draußen hat sie auch nichts getan, glaube ich. Nö. Schiff steht immer noch, nicht in See gestochen.
Okay, im Keller. Ja, es hat sich was mit den, das hatte ich schon beim Testen festgestellt. Mit den Redstone hat sich was getan. Die leider funktionieren die automatischen Türen nicht mehr so, wie ich es möchte. Und hier stehen die Türen auch vollkommen falsch. Abbaugebiet, hier hat sich nichts getan. Das ist der Notausgang, da hat sich nichts getan. Hier hat sich nichts getan. Der Enderser Portal. Wie dem auch sei, ist nichts passiert. Unten im Kaktusraum ist auch nichts passiert. Nö. Kaktusfarm. Mal gucken, hat er inzwischen vielleicht nochmal was auch rausgespuckt hier? Wow, 4 Stück. Naja. Die ist jetzt nicht so effektiv, finde ich. Aber sie haut ein bisschen was raus. Coole Sache. Ich liebe Farmen. So, achso, wir wollten. Wollte gerade sagen, was war das denn? Voll erschrocken, ey. Dachte, die Tür kaputt gehauen gerade. Okay, U-Bahn. Die U-Bahn-Station. So, wir sind ins Abbaugebiet dort nie hingefahren, glaube ich. Dorf, Dungeon Schneewüste, da war Mama. Da waren wir hin. Sumpfgebiet, Monsterfalle. Monsterfalle hat sich nichts getan. The End und Dorf. Dort düsen wir mal hin. So, die Strecke ist ein wenig sehr, 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 sehr lang. Liegt daran, dass das Gebiet, wo sich The End befindet, außerhalb meiner schon ja, eroberten Gebietes befindet. Oh, was ist denn hier passiert? Schön. Mein automatisches System hat sich hier gerade verkackt. Nein! Nein! Mal gut, dass der stehen bleibt. Ach, warte mal. War dann hier irgendwas mit 1,3, dass man jetzt, oh. Hallo. Mama, das ist doch blöd. Tja. Dann laufe ich dahin. Also mit 1,3 habe ich das jetzt noch nicht probiert gehabt, das mit den Rail-System. Mal gucken. Ich würde an der Stelle jetzt einfach mal, glaube ich, nicht keinen Cut machen, aber ich werde hier ein bisschen abspeeden. Wenn ich hier zwischendurch wieder absteige und dann seht ihr das ja, laufe ich dennoch. Ne? Ich probiere jetzt halt so schnell wie möglich dahin zu kommen, um halt nicht zu langweilen. Speeden wir hier ein wenig ab und hören uns gleich wieder. Also bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Der Stopp ist gewollt. Autsch. Und zwar befindet sich hier. Ah, schnell hochlaufen funktioniert leider nicht. Das Dorf. Schön beim Monkey Island Mucke. Hola, guten Tag, schöne Frau. Was bieten Sie an? Emerald gegen Diamanto. Super. Diamanto. Flint in Steel für 3 Emerald. Ja, dann ist klar. Aber ein bisschen teuer, wa? So, was haben wir hier? Hola. Leder. Was hast du? Für Kekse. Naja. Als ob man nicht 3 Emerald für was Besseres. Äpfel. Ne, die gehen eigentlich auch ganz gut. Was denn das? Lederpants. Ja, gut, das Handelssystem ist, ne? Was hast du? Komm her. Das ist gut. Aber es ist eigentlich auch ganz schön. 10 gekochte Fische gegen ein Emerald? Ne. Ich hatte beim Let's Play hoch.
Irgendwas mit Weeds gegen Emerald, das geht. So, das Dorf gesehen, ne? Das Dorf ist aus der alten Zeit, das spricht, das ist ein Dorf nicht in Schneekostüm, sondern, Quatsch, da, weil ich Schnee gesehen habe, im Wüstenkostüm, sondern halt noch der Standard, weil es halt vorher entstanden war, bevor die ganzen neuen Klimbims mit 1.3 gekommen sind. So, gehen wir hier wieder runter. Steigen wieder auf die Lore und fahren noch ein Stück. Ich hoffe, das hält jetzt auch wirklich wie eben durch. Was das am Anfang war, keine Ahnung. Und dann düsen wir weiter. Bis gleich. So, und da sind wir wieder mit der schönen Ion-Mucke. So. Beim The End, oder beziehungsweise ein Dungeon, was eigentlich immer mit dem Ende auch gleichzeitig mitgeliefert wird. So, hier haben wir ein paar schöne Zellen. Das ist eigentlich auch gar nicht mal schlecht, das Gebiet hier. Also, das ist der Weg, wo wir hin müssen gleich. Hier gucken wir gerade nochmal eine Sackgasse. Also gehen wir doch dahin. Hier diese schönen Treppen hoch. Naja, so wirklich schön ist das nicht. Ich finde, das ist ziemlich gelungen mit der Textur. Sieht das ziemlich cool aus irgendwie. Das ist auch eine Sackgasse. Da links müssen wir lang. Wir gucken hier gerade mal. Ah ne, das lassen wir mal. Nicht, dass wir da eingesperrt sind. Ich habe jetzt kein Werkzeug dabei, um uns hier rauszukloppen. Deswegen gehen wir direkt. Ich glaube, ich hatte die Türen auch ersetzt durch. Huch, nochmal Iron? Naja. Okay, dort haben wir das Ende. Tada! Okay. Ja, ich würde sagen, einfach mal Geronimo. Zack. So, jetzt haben wir ein Problem, sehe ich gerade. Verdammt. Ich kann hier nichts machen. Ah. Ah. Oh fuck. Habe ich nichts mitgenommen? Ich bin doch ein Held. Ah. Wartet mal. Wie können wir das denn jetzt hier am klügsten? Ich hätte eine Spitzhacke mitnehmen sollen, ich Idiot. Gucken, ob das hier klappt. Dass der Stein hier mir auch gleich runterfällt. Ich glaube nicht. Ich glaube, der geht gleich kaputt. Jupp, ich hab's gewusst. Verdammt. Was mit der Musik hier rum? Ist sie so kurz? Naja. Ja, gut, ihr kennt das Ende. Hier ist der Boss oben irgendwo und ich kann da jetzt nicht hoch, leider. Fehlvorbereitung. Oh, scheißegal. Gut, ihr wisst, was da abgeht. Ihr habt das Ende schon gesehen. Und hier ist die End. Aber ich komme da nicht hoch. Deswegen, Geronimo, ab in den Tod. Yeah, you died. Null Score. Okay. Und dann sind wir hinaus. Alles verloren. Aber gut, wie dem auch sei. Vielleicht reiche ich nochmal die End als Bosskampf nach. Mal gucken. Da bereite ich mich ein bisschen vor mit Trinken und Koka-G und guter Rüstung und so weiter. Und dann bestreiten wir mal den Kampf. Aber an der Stelle, ne, da war das Ende. Und ich denke mal, das ist auch das Ende von der erstmal Let's Show. Mal gucken, ob ich nochmal was nachreiche, wenn ich nochmal was bauen sollte. Momentan mache ich eher die Let's Play-Welt und ja,
Na, nochmal ein Info an die Leute, die das jetzt hier spontan gucken und die das andere nicht kennen. Wir haben eine Let's Play Minecraft auf unserem Kanal. Wir haben ein Let's Play Ion und so weiter. Schaut mal vorbei. Vielen Dank fürs Schauen. Bis demnächst. Ciao.